Faktastisch. Dieses Mal zwischen Liebeskummer und Libido. 12 Fakten über die Liebe und Beziehungen. Wenn wir frisch verliebt sind, wird das sogenannte Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Verliebte schweben auf Wolke 7, weil der Dopaminspiegel sehr hoch ist. Wer sich gerne riechen mag, bleibt länger zusammen. Der Körpergeruch gibt darüber Aufschluss, ob der Partner die richtigen Immungene hat. Wenn sehr unterschiedliche Immungene vorliegen, mag man den Körpergeruch des anderen eben umso mehr. Die Partnerwahl über die Nase geschieht allerdings unterbewusst. Der evolutionäre Zweck dahinter? Die Nachkommen sind resistenter gegen Krankheitserreger. Also, wenn es um die Partnerwahl geht, schlägt eigentlich jeder einzelne Schweißtropfen in der Achselhöhle die wohlduftenden Produkte von Jo, Bruno Banani oder Lacoste. Forscher haben 200 Frauen 100 Stunden in Bars beobachtet. Die Erkenntnis? Frauen benutzen 52 Verhaltensweisen, um Interesse an einem Partner oder einem Flirt zu signalisieren. Eine Beziehung mit mittel- bis langfristig ungelösten Konflikten schadet der Gesundheit. Denn Stresshormone bei Paaren lösen schlechtere Werte bei Wundheilungsprozessen aus. Männer, die größer sind als 1,90, haben stabilere Beziehungen als kleinere Männer. Denn größere Männer gelten als attraktiver, fühlen sich attraktiver und daher sind sie weniger eifersüchtig. Und diese Gelassenheit wiederum wirkt sich vorteilhaft auf jede Beziehung aus. Laut Arzt und Autor Dr. Werner Bartens. Jetzt wird es soziologisch. Wir lernen Liebe durch die Beziehungserfahrungen, die wir von unseren Eltern haben. Laut Sozialphilosophin Katharina Ohana bekommen kleine Kinder und Babys oft nicht gespiegelt, dass sie gut sind, wie sie sind. Und das prägt laut Ohana das Liebesverhalten für die Zukunft, eher in negativer Hinsicht. Gleich und gleich gesellt sich gern, ein sehr bekannter Leitsatz, aber der ist vollkommen scheißegal, der ist vollkommen unerheblich. Das gilt nicht nur für den Beginn, sondern auch für den Verlauf der Liebe und der Beziehung. Psychologin Adrian Kaufman fand das an 10.000 verheirateten Pärchen heraus. 32% von 5.000 repräsentativ befragten Deutschen benutzen den Kosenamen Schatz. Der Kosename Hase ist auf Platz 2 mit 8%. 5% aller dieser repräsentativ 5.000 Befragten finden ihren Kosenamen mangelhaft oder ungenügend. Mangelhafte Kosenamen. Ein Trennungsgrund, da sind wir jedenfalls schon mal beim sogenannten Broken Heart Syndrom. Das tritt meist nach außerordentlichen emotionalen oder körperlichen Belastungen auf, also eben vor allem nach Trennungen. Und dieses Syndrom und diese Art Herz-Kreislauf-Kasper hat eine Mortalitätsrate von 3,2%. Hungrige Männer urteilen dicke Frauen positiver als Männer, die gerade gegessen haben. Diese Erkenntnis kommt aus dem Fachmagazin British Journal of Psychology. Verhaltensforscherin Christiane Tramels meint, der Mensch ist nicht dazu angelegt, eine lebenslange Beziehung zu führen. Okay, für eine lebenslange Beziehung sind wir also nicht angelegt, aber vielleicht für ein Kanalabo, falls euch das Video gefallen hat. Und schreibt einen Kommentar, falls euch ein verschwitztes Sporthemd oder eine 2 Wochen verkrustete, nicht gewaschene Tennissocke den Weg zu eurem Partner oder eurer Partnerin geebnet haben. Jetzt noch eine Runde schönes Achselschweiß riechen. Ah, ja, das wird wieder ein großartiger Abend. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.